what a world without kings would look like. Boah, halt doch einfach die Klappe, Junge. Ich muss jetzt hier Wein suchen. Jägerwein, hier. Gönnung. Da ist noch mehr, ne? Ich nehme ihn mal mit, ne? Hör mal. So ein Jägerweinchen, ne? Also, je mehr wir haben, desto mehr haben wir, ne? Das können wir dann später ausstellen, ne? Ah, guck mal hier, Jägerwein. Guck mal, können wir alles mitnehmen, ist jetzt nicht geklaut. Wunderbar. Der Junge, der säuft auch eh zu viel, ne? Der muss mal... Entschuldigung. Der Junge braucht mal ein paar klare Gedanken. Das ist gut, wenn wir hier seinen ganzen Kram mal so ein bisschen ne, ausmisten. Der braucht so viel Wein gar nicht in seinem Leben, ne? Ich schaue mal nochmal drin nach. Nicht, dass er hier auch noch irgendwo Wein versteckt. Nennen wir radikale Ausnüchterung. Wir trinken jetzt noch einmal mit dem. Ah, guck mal hier. Wir trinken jetzt noch einmal mit dem und danach kann er gucken, wo er bleibt. Dann soll er sich entscheiden, was mit seiner Zukunft wird. So, ja, ich habe den Wein gefunden. Gut gemacht, das sollte reichen. Auf den besten Jäger, den dieses Land je hervorgebracht hat. Und auf seinen Sohn, der bald in seine Fußstapfen treten wird. Igitt schmeckt schlechter, als ich es in Erinnerung habe. Ist aus diesem Jahr und wahrscheinlich habe ich ihn nicht gut genug gefiltert. Was die Fußstapfen angeht, das wird nicht einfach. Ich habe es schon unzählige Male versucht. Ich habe seine Pfade wieder und wieder verfolgt. Ich habe seine Lieblingsorte besucht und dieselben kahlen Bäume und Felsen angestarrt, in der Hoffnung, dabei endlich irgendetwas zu empfinden. Außer Kälte, Zittern und Leere wurde daraus nichts. Hast du am Ende aufgegeben? Ich rede mir ein, dass der Wald im Norden etwas für mich bereithält und dass ich einfach etwas verpasst haben könnte. Aber mein Vater ist schon lange weg und die Spuren seiner Vergangenheit verblassen allmählich. Dieser Wahn hat mich davon abgehalten, auch nur daran zu denken, unser Dorf eines Tages anzuführen. Ich bin einfach nicht bereit dazu. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass der Wald mich auf diese Rolle vorbereiten könnte, so wie er meinen Vater abgehärtet hat. Selbst wenn ich dorthin zurückkehren würde, die Gegend ist noch viel gefährlicher geworden, als sie vorher schon war. Wilde Tiere sind nicht die einzigen Lebewesen, die sich in letzter Zeit im Wald aufhalten. Räuber und Schmuggler stören den Frieden und verscheuchen das Wild. Verflucht sollen sie sein. Wolmir scheint ein wirklich interessanter Mensch gewesen zu sein. Erzähl mir mehr über diese Lieblingsorte, über seine Lieblingsorte. Diese Gesetzlosen sind eine Plage für das Land. Wo hast du diese Schurken gesehen? Ja, beides stimmt, aber ich will erstmal über die Lieblingsorte mehr wissen. Das ist nichts, was dich interessieren würde, glaube ich. Es ist eher so eine Familiensache. Diese Orte bedeuten jemand anderem nichts. Dann behalte deine Geheimnisse. Vielleicht erkundig den Wald alleine etwas. Nein, warte, du kannst nicht. Ich meine, du kannst, aber... Ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht alleine gehen. Du kannst auf mich zählen. Das ist immerhin mein Wald. Oh, Junge. Darauf muss ich mir noch einen trinken. Warte, hast du das gehört? Ha, das ist nur mein Magenknurren. Ich brauche etwas zu beißen, wenn wir diesen erbärmlichen Wein weiter trinken wollen. Hol uns etwas Holzfällerkäse, ja? Stört es die Holzfäller nicht, wenn ich mich an ihrem Käse bediene? Sie mögen stark und zäh sein, doch besonders aufmerksam sind sie nicht, wenn es um ihre Arbeit geht. Es wird niemandem auffallen. Sie haben ihn irgendwo in ihrem Lager. Schau dich um. Ich muss so lange den Ruf der Natur folgen. Schon gut, aber er schmeckt besser auch gut. Fein, aber lassen wir es nicht zur Gewohnheit werden, dass ich dir Dinge hole. Keine Überzeugungsarbeit nötig. Käse ist meine Religion. Ja, eigentlich schon, ne? Huch. Was hat er denn gemacht? Sidestep? Na gut. Dann gehen wir mal Käse stibitzen, ne? Käse! Holzfällerkäse. 5 Stück. Oh, die Weidenkiste dürfen wir auch nehmen. Hör mal. Wie heißt das? Stock. Okay, warte mal. Holz für der Käse. Oh, hier kann man auch stehlen.
Gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes sehe. The road goes ever on and on, down from the door where it began. Okay, wir haben 5. Ist das denn möglich, dass wir einen behalten? Warte mal, ist denn der Wein jetzt auch komplett weg? Holzfällerkäse? Oh, ich glaube schon, ne? Der Wein ist komplett weg. Schade. So. Jaropelk. Endlich. Ich fürchtete schon, ich müsste vor Hunger sterben. Gib mir diese Schönheiten, ja? Hier, bitte. Niemand hat etwas bemerkt. Nimm sie. Ich bin nicht stolz darauf, sie geliehen zu haben. Ich glaube, sie haben mich bemerkt, aber niemand hat sich an meinem Herumschleichen gestört. Hier, bitte. Sie schmecken so gut, wie sie aussehen. Lecker. Übrigens, mach dir keine Sorgen um unsere axtschwingenden Freunde. Sie haben mehr als genug davon. So viel, dass der Geruch sie nie ganz verlässt. Pfui. Die Holzfäller tauschen in Piastovia Holz gegen Waren, aber vor allem anderen kaufen sie Käse. Ihre Schwäche dafür macht sie blind gegenüber den Preisen, die sie für ihre Lieferung bekommen. Diese Holzbirnen sind nicht so klug wie wir. Holzfäller. Und wir sind immer wachsam, weißt du? Genug geredet. Öffnen wir noch eine Flasche und essen etwas. Auf unser Wohl, Vorhaben. Du hast mich dazu gezählt. Vergiss das bloß nicht. Prost. Auf unser Vorhaben. Trink die Flasche aus oder auf unser Vorhaben und gib vor, die Flasche zu trinken. Ich gebe das nur vor. Wir saufen nicht. Ich habe Schlechtes im Urin, ne? Also, ich muss mich ausruhen vom Pferd finden. Wo ist mein Lager? Ich muss mich etwas hinlegen. Hilf mir mal. Erjagen wir das Lager? Nein. Du hattest genug, mein Freund. Ich bringe dich besser nach Hause. Okay, er rennt auf einmal los. Sorge dafür, dass Jaropelk nach Hause kommt. Kriegen wir hin. Der ist aber ganz schön fit dafür, dass er Hacke ist, ne? Jaropelk, Gönnung! Wuhu! Gib Gas! Wo wohnt Jaropelk eigentlich? Okay. Er ist da. Sprechen. Das hat ja ewig gedauert. Warum hast du so einen Umweg gemacht? Ich wäre alleine viel schneller. Hör auf zu jammern. Du bist in einem Stück nach Hause gekommen. Das ist, was zählt. Ich bin deinen Anweisungen gefolgt. Ehrlich gesagt, ich bin einfach nur froh, dass du in einem Stück bist. Ne, ich bin deinen Anweisungen gefolgt. Verdammt. Ja, das habe ich. Ich bin doch ein Anführer. Wo ist mein Bett hin? Ohne Frage der Sohn eines großen Fährtenlesers. Ja. Warte auf den nächsten Morgen. Okay. Happy Hire, Jaropelk. Okay. Dann warten wir auf den nächsten Morgen. Was machen wir in der Zeit? Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir müssen ja eh hier nochmal hin, ne? Das mit dem NPC, da müssen wir auch auf den nächsten Tag warten. Können wir hier noch irgendwas tun? Die anderen Minen sind so weit weg, ne? Ist das eine Mine? Aber die ist auch weit weg. Was auch immer das ist. Hier ist einfach keine. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwo ein Lager machen und Teier machen. Ich laufe jetzt nicht alles hin und her. Achso, und können wir hier noch irgendwas kaufen? Nur diese Brezeln, ne? Einfaches Lagerfeuer. Mal gucken, wie weit wir laufen müssen, um ein Feuer zu machen.
Aha, hier wird es schon gehen, guck mal. Dann machen wir es hier. So, Feuer entzünden. Und schlafen. Bis zum nächsten Tag. Aha, geht noch nicht. Okay, na gut. Dann sammeln wir noch ein bisschen. Und wir sind ja dreckig, ne? Dann gehen wir noch ein bisschen baden. Rein ins Wasser. Und direkt noch was trinken. Ich mag auch die Musik wirklich gerne. So, ich glaube, jetzt schlägt es zur Abendstunde. Ich glaube, jetzt können wir Haie machen. Aber ich warte noch eine Sekunde länger. Gucken wir mal, ob es geht. Jawohl. Nein, immer noch nicht. 24 Minuten. Guck mal, wir müssen noch mehr sammeln. Ja. Ich bin ja mal gespannt, was dann daraus wird. Ob er dann das Erbe seiner Mutter antritt und Dorfvorsteher wird oder nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich hier noch rumsammeln soll.
Ich habe halt keine Stöcker mehr, wenn ich frei bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, ob wir jetzt schon zur Nacht ruhen können oder nicht. Okay, gucken wir mal. Ja, jetzt geht's. So. Sehr schön, was? Reputation hat sich verändert. Plus 500. Warte. Sieh nach, ob Jaropelk wach ist. Das machen wir auf jeden Fall. Neues Level Diplomatie. Warte. Diplomatiekenntnisse haben wir jetzt. Hier Verhandlungspartner, ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Bessere Preise. Ganz wichtig. Da ist mir alles andere erstmal scheißegal. Wir brauchen Pinionse. So. Nein, falsches Haus. Hier war das. Jaropelk. Jaropelk. Ja. Er ist nicht wach. Jaropelk. Ey, ich sehe doch, dass du wach bist, Junge. Der hat seine Augen offen. Seht ihr das? Diese Person ist im Moment nicht daran interessiert, mit dir zu sprechen. Was ist denn er, ey? Die Frage ist Lava. Er hat keinen Bock, mit uns zu reden. Der. Was ist mit ihm denn? Ist jetzt eingebildet oder was? Slava, hör mal, deinen Sohn, ne? Schau an, wen wir hier haben. Unsere neue Unruhestifterin. Bist du stolz auf dich? Hä, was meinst du damit? Wie witzig, ich habe nichts Falsches gemacht. Immer mit der Ruhe, werte Frau. Du verwechselst mich eindeutig mit jemandem. Nee, was meinst du damit? Schluss damit. Ich weiß, dass du einigen unserer Leute geholfen hast, aber das gibt dir nicht das Recht, die Regeln des Anstands zu brechen. Hä? Was hast du dir dabei gedacht, meinem Sohn derart viel Schnaps in den Mund zu schütten? Mein armer Junge, er ist der Erbe unseres Dorfes und du hast ihn zum Gespött der Leute gemacht. Okay, so schlimm ist es nicht. Wir haben niemanden gestört. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte seiner Reputation nicht schaden. Er ist ein erwachsener Mann und du reagierst über. Außerdem war es seine Idee, überhaupt etwas zu trinken. Ja, ist so. Deine Worte haben keine Bedeutung für mich. Es gibt keine Entschuldigung dafür, mein Kind vom rechten Weg abzubringen und ihm Alkohol anzubieten. Jaropelk wollte nur darüber reden, wie er dem Erbe seines Vaters in so schwierigen Zeiten gerecht werden soll. Wenn du ihn vielleicht zugänglicher für ein Gespräch wärst. Wie kannst du es wagen, dich in unsere Familienangelegenheiten einzumischen? Kennst du keine Gnade? Musst du diese alten Wunden aufreißen? Mein Sohn muss nach vorne schauen, nicht zurück. Jaropelk war längst über den Tod seines Vaters hinweg und doch musstest du dich einmischen. Du hast aufgewühlt, was dich längst beruhigt hatte. Ich würde nicht sagen, dass er darüber hinweg ist. Ich wollte mich nicht einmischen. Wie bitte? Kennst du deinen eigenen, Nee, ich würde nicht sagen, dass er darüber hinweg ist, ganz ehrlich. Sei still! Was du getan hast, wird unserem Haushalt erneut Schmerzen bringen. Er hat wieder etwas über den Wald gemurmelt und ich bin sicher, dafür bist du verantwortlich. Er ist diesen Pfad viele Male gegangen und hat dort nichts gefunden als Bedauern. Der Junge sollte seine eigenen Entscheidungen treffen, ohne dass sich andere einmischen. Sein Vater ist tot und ihr solltet euch alle auf die Lebenden konzentrieren, nicht die Toten. Damit hat sich die ganze Sache erledigt. Oder das Ganze erledigt. Bitte entschuldige, ich habe das nicht böse gemeint. Ich bin nicht dein Kind, Weib, schreib mich nie wieder an. Ich werde jetzt gehen. Nö, ganz ehrlich, ich bin nicht dein Kind und schrei nicht rum. So. Jaropelk, Bruder. Du musst mal echt deine Mutter erziehen. Was geht hier? Jaropelk. So, Jaropelk, komm mal, ne? Du bist zurück und in recht guter Verfassung, wie ich sehe. Ich dagegen fühle mich, als hätte man mir den Kopf mit einer Axt gespalten. Mehrfach.
Du hast nicht zufällig etwas zu trinken dabei? Ein Tropfen genügt, ich verdurste. Manche behaupten, was dir Schmerzen zufügt, kann auch das Heilmittel sein. Hier, trink was Alkohol. Nein, ganz ehrlich, ich hab nichts dabei. Ach, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst Vorräte besorgen? Wir wollten uns auf den Weg in die Wälder machen. Ach, egal, ich finde unterwegs etwas. Okay, ganz ehrlich, jetzt übertreibt er. Ich würde alles dafür geben, mich noch ein wenig hinlegen zu können, aber ich habe gehört, wie meine Mutter über dich hergefallen ist. Mein Kopf wäre fast zersprungen. Sie war wütend und offensichtlich hat sie überreagiert. Aber so ist sie eben. Verschwinden wir von hier. Ich bin direkt hinter dir. Na gut, Bruder.